Ich bin Maria von More Raw Food und mit dabei ist der kleine schlafende Leonard von More Raw Food. Und heute möchte ich dir mal über meinen Bluttest und meine Haaranalyse berichten, denn ich habe beides gleichzeitig gemacht oder relativ gleichzeitig. Möchte die beiden Ergebnisse mit dir auswerten zusammen, da durchgehen, berichten, was zu hoch, zu niedrig, ja, außerhalb des Rahmens ist, um dir einfach mal einen Überblick zu geben, ja, wie das bei mir so aussieht und vielleicht ja auch mal darüber berichten, was ich jetzt so von dieser Haaranalyse halte, wie ich das so finde und wie ich das auch gemacht habe. Ja? Also ich habe das so gemacht, erstmal was ich gemacht habe, und zwar habe ich eine Blutanalyse gemacht. Das lasse ich einmal im Jahr machen und ich fahre da immer zu der lieben Petra Bracht, ne? Mit der habe ich ja auch schon viele Videos gemacht, kann dir mal ein paar da verlinken und auch unten in der Videobeschreibung und auch mal ihren Kanal. Und bei ihr mache ich dann jedes Jahr einen Bluttest und habe das eben dieses Jahr wieder gemacht, weil ich das eben auch sehen wollte, wie verändern sich meine Blutwerte jetzt, wenn ich schwanger gewesen bin, stille und so, ne? Da will ich nämlich nichts riskieren. Und dann hatte ich damals auch ja, ein paar Sachen eben so Zink und so, was so ein bisschen zu niedrig war, will ich dir jetzt auch zeigen, wie sich das verändert hat. Und dann habe ich gleichzeitig eine Haaranalyse gemacht. Das habe ich so gemacht, dass ich mir da einfach im Internet eine rausgesucht habe. Und dann habe ich es so gemacht, dass ich von hier hinten am Hinterkopf habe ich mir eben Haare rausgeschnitten, die habe ich eingeschickt und dann habe ich die Ergebnisse zurückbekommen. Das war also ganz easy. Ich musste da dann auch noch so ein paar Fragen zu beantworten, ja. Und das war die Broschüre, die ich dazu bekommen habe. Ja, also da wurde das alles beschrieben, was es so bringt und wie man das genau macht. Und nach der Anleitung habe ich das dann auch gemacht. Also das ist ja wirklich so Schritt für Schritt beschrieben, so ein ganzes, ja, Übersicht da. Und das lag auch noch mit drinne, dieser Rücksenderschein, ne, wo ich dann eben die ausgefüllten Fragenbogen, wie du hier siehst, ne, das musste ich alles einfüllen, meine ganzen Daten. Das, ja, damit die mir das eben zurückschicken können und damit die eben das für ihre, ja, für ihre Angaben da haben. Und das habe ich dann alles zusammen mit den Haaren in diesen Briefumschlag geschickt. Und hier waren eben noch so Fragen zu meinem Lebensstil, ja, ob ich rauche oder ob ich mit ja, irgendwelchen Chemikalien oder Sachen arbeite. Das musste ich dann auch noch dazu angeben, und eben auch so Lifestyle-Fragen, ja, so ganz viele. Und das habe ich eben ja, nach bestem Wissen und Gehwissen auch ausgefüllt. Das hat dann noch mal ein bisschen gedauert. Und hier auf der Rückseite waren dann auch noch mal Fragen. Die habe ich natürlich auch noch ausgefüllt. Manche Fragen habe ich mich so gewundert, ja, wozu brauchen die diese Informationen? Aber ich habe das natürlich alles eben ausgefüllt, weil ich ja auch ein akkurates Ergebnis wollte. Und dann eben noch so ein ja, Formular. Ich denke mal, das war für den Datenschutz. Und das habe ich auch noch ausgefüllt. Alles dann eben zusammengefaltet, zusammen mit der Haarprobe in den Umschlag geschickt und dann weggeschickt. Und dann haben die mir eben die Analyse zurückgeschickt. Und das habe ich jetzt alles hier und will das mal mit dir Schritt für Schritt durchgehen. Lass uns mit dem Bluttest anfangen. Generell, ich habe ein kleines Blutbild gemacht und habe eben, ja, ansonsten so groß jetzt, also ich habe keine großen Abweichungen, aber ein paar Sachen, die so ein bisschen außer dem Rahmen sind und die möchte ich dir auch erklären. Und zwar möchte ich da auf das Zink eingehen. Die Zahl hier vorne, die 5,35, das ist der Wert, den ich momentan habe. Und die 4,66, das war der Wert, den ich letztes Jahr hatte. Da hatte ich also einen leichten Zinkmangel, obwohl ich das damals schon mit den HPU-Medikamenten oder Supplementen ja, behandelt habe. Aber da war immer noch ein Mangel da. Und ich habe jetzt ja aber auch angefangen, mehr ja, zinkreiche Sachen zu essen, also mehr Nüsse auf den Tipp, auf das Anraten eben von der lieben Petra, aber auch Buchweizen. Ja, deswegen mache ich das auch immer auf meine Smoothie Bowl obendrauf. Und dadurch ist mein Wert jetzt hochgegangen. Ich supplementiere das aber weiter, weil ich ja durch die HPU auch zu viel Zink eben verbrauche oder ausscheide. Dann Selen liege ich immer noch ein bisschen hoch. Damals lag ich bei 243. Normal ist also die Obergrenze ist 150, da liege ich jetzt bei 184. Da habe ich jetzt auch aufgehört, eben, ich habe teilweise eben drei Paranüsse am Tag gegessen, dass ich jetzt erstmal eine Pause gemacht habe und werde dann irgendwann zurückgehen, wirklich zu einer Paranuss. Aber die werde ich auch nicht täglich nehmen, weil ich ja auch noch andere Sachen esse, die Selen enthalten und da mache ich mir jetzt keinen Kopf irgendwie darüber.
Dann, worauf wollte ich noch eingehen? Genau, auf das Vitamin B6. Das supplementiere ich ja zusammen. Also mein Supplement für die HPU besteht aus Zink, Mangan und Vitamin B6. Und das B6 ist wasserlöslich. Das ist anscheinend, also bei mir kommt es wirklich auf dieses Zink an. Ich will auch mal testen, dass ich dieses 3-Mangan, B6 und Zink, also diese Dreier-Kombi, nur mit Zink, dass ich nur Zink nutze, um zu schauen, was dann passiert, weil der B6-Wert ja ein bisschen hoch ist, was aber nichts macht, weil das wasserlöslich ist und der Körper das einfach ausscheidet, ja. Und ansonsten ist soweit eigentlich alles in Ordnung. Worauf ich aber noch eingehen wollte, ist der Vitamin D3-Gehalt, ja. Und zwar liege ich da bei 275. Ja, da habe ich es wirklich ein bisschen übertrieben mit den Tropfen von Plantrition, die ich nutze, die auch, wie du siehst, sehr wirkungsvoll sind. Letztes Jahr lag ich da bei 95, also hatte einen leichten Mangel. Also habe ich gedacht, Maria, hau rein, ja, greif zu. Aber jetzt liege ich mit 275 ein bisschen zu hoch, ne? Und habe jetzt auch erstmal ein paar Tage Pause gemacht und habe jetzt manchmal 10.000, manchmal 5.000 Einheiten genommen. Und zwar habe ich da diese Tabletten hier genommen von Plantrition, wo eben das K2 und das K3 schon optimal aufeinander abgestimmt ist. Und da kann ich eben besser dosieren, ob ich 5.000 Einheiten täglich nehmen möchte oder 10.000. Weil mit dem Tropfen bin ich, glaube ich, auf 20.000, 30.000 Einheiten täglich gekommen. Und das muss ja auch nicht sein, dass man halt zu viel Vitamin D hat, ne? Das Vitamin E, das konnte ich gut ausgleichen. Da hatte ich letztes Jahr einen Mangel, also da lag ich bei 7,7. Da habe ich keine Supplemente genommen, sondern ich habe einfach viele Mandeln ge gegessen, ja, in meinen Dressings viele Mandeln, auch Mandelmus, ja, also das habe ich gemacht und dadurch, das hat gereicht und das wurde super gut ausgeglichen. Also da bin ich, da freue ich mich ganz, ganz doll, ja. Ansonsten waren eigentlich alle Werte in Ordnung und ja, genau. Also das ist so, da ist alles in Ordnung. Meine Folsäure ist auch wieder ein bisschen runtergegangen. Die lag bei 994, ohne dass ich jemals irgendwas supplementiert habe. Liegt jetzt bei 571, also voll auch an der Obergrenze. Das ist halt, weil ich halt auch so viele Himbeeren oder rohen Blumenkohl auch esse, ne? Da ist ja viel Folsäure drin, wissen wir ja aus dem Nährwertcheck. Aber jetzt lass uns mal zu dem Spannenden auch kommen, ja? Dieser Haartest war ich ja super gespannt, ja? Also, das hier sind so meine Ergebnisse. Ich blende dir die auch immer groß ein, dass du das mal siehst, ja? Was ist dazu zu sagen? Also dadurch, dass ich ja gleichzeitig den Bluttest gemacht habe, ja, habe ich eben den Vergleich. Und beim Bluttest sind eben so Sachen wie Eisen überhaupt nicht aufgefallen. Da liege ich total im Rahmen. Hier ist es allerdings so, bei diesem Haartest ist der Normwert 14 bis 24. Beim Bluttest, meine Hebamme hat mir damals gesagt, wenn ich über 11 liege, alles was über 11 liegt, ist super. Deswegen frage ich mich, wie das hier mit den Normwerten generell ist, ne? Weil Einheit PPM, Parts per Million, finde ich eine ganz, ganz komische Einheit, wo man eben kaum auch was nachlesen kann, ja? Blutwerte werden in den Einheiten nicht gemessen. Deswegen muss ich sagen, hinterfrage ich also dieses Ganze auch, ja? Hier heißt es zum Beispiel auch, ja, das Selen, da liege ich im Rahmen, das ist gleich. Zink liege ich auch wieder im Rahmen, das ist auch gleich mit dem Bluttest. Allerdings ist eben das Eisen, da habe ich einen Mangel. Kalium sagt es hier auch, dass ich auch einen absoluten Mangel habe. Das habe ich laut dem Bluttest nicht, da liege ich ein bisschen drunter, aber nicht so viel. Und Kupfer liege ich hier eben auch extrem hoch, Magnesium auch extrem hoch, was in dem Bluttest absolut nicht der Fall ist. Also ich glaube, hier werden ganz unterschiedliche, ja, Richtwerte auch genommen. Also das fand ich, also allerdings sind da eben andere Werte mit drin, wie Lithium, Chrom, Phosphor, Schwefel. Aber das sind auch alles Sachen, Silizium, ja, das war relativ gering. Wo ich jetzt nicht weiß, was ist da jetzt der Richtwert? Liegt es jetzt am Richtwert, dass der nicht in Ordnung ist? Oder aber ist es jetzt hier meine Haaranalyse, die jetzt nicht richtig ist? Ja, das fand ich super, super schwer nachzuvollziehen. Also das muss ich sagen,
fand ich jetzt so lala, weil mit Parts per Million kann ich nicht wirklich was anfangen, ja. Und dann, ja genau zu diesen Richtwerten, was ich da auch noch sagen wollte, weil das ist ja auch so, also Blutergebnisse, die Richtwerte, die werden ja auch oft verändert. Ne? Es hängt ja immer davon an, wie eben in unserem Land der Durchschnitt ist, ja, und daran wird es angepasst. Deswegen sind manche Werte, wenn man da auch drunter oder drüber der Norm liegt, nicht schlecht. Man muss es halt nur mit seinem Arzt besprechen, der Ahnung davon hat, ja. Denn zum Beispiel Cholesterin, hast du einen ganz anderen Wert in Amerika, wenn du da schaust, oder aber in Japan. Das sind ganz unterschiedliche Normwerte. Und wenn du einen Japaner nach Amerika schickst, der macht dann einen Cholesterintest, da sagen sie, um Gottes Willen, viel zu gering. Wenn du so einen, ja, vielleicht ein bisschen robusteren Amerikaner nach Japan schickst, der wäre da völlig außer der Norm und vielleicht bei sich zu Hause innerhalb der Norm. Ja? Deswegen muss man eben auch immer schauen, was sind das so für Richtwerte. Was ich aber interessant fand an diesem Haartest, weil es geht ja dann, ging ja dann noch weiter, ne? Hoppala. Man hat da so ein richtiges Heft zugeschickt bekommen. Und zwar ist die Konzentration von toxischen Elementen in ihrem Körper. Und da sieht man wirklich, dass ich da eben wirklich in der Norm bin, was mich sehr gefreut hat, dass ich da nicht irgendwie toxisch belastet bin. Also weder von Quecksilber noch Aluminium und Bar liegen auch so. Und Arsen liegen auch alle noch in dem Normbereich. Also das finde ich gut. Das weise ich darauf zurück, denke ich mal, dass ich eben viel auch so Chlorella und ausleitende Sachen und sowas mache. Und dann gab es noch etwas, was ich sehr, sehr eigenartig auch fand. Oder erst interessant, dann aber, als ich mich ein bisschen mehr reingelesen habe, auch sehr skeptisch bin, Proportion der Elemente in ihrem Körper, ja. Also ich habe mir das mal angeschaut, man kann da gar nicht bei dem Verhältnis überall gut sein, weil wenn du bei dem einen erhöht bist und hier bin ich in der Norm, dann das geht halt nicht, ja. Also da ist auch wieder fraglich, wie die das berechnen, was dieser Normwert ist, da weiß ich nicht. Weil wenn ich jetzt so geschaut habe bei dem, was Petra jetzt gegeben hat, sie hatte auch so ein bisschen da was geschaut, da war aber alles relativ gut, da hatte ich ein bisschen zu wenig Kalium, aber ansonsten war da auch alles so in der Norm, in dem Verhältnis. Aber hier sieht das so aus, als wenn ich da völlig aus der Norm falle, womit ich jetzt nicht wirklich was anfangen könnte. Also wozu der Haartest gut war, war um zu sehen, ob ich eine Schwermetallbelastung habe. Das fand ich super interessant, dass ich das nicht habe. Ja, und was eben auch super interessant war, das Kalzium, weil viele ja immer fragen, wo kriegst du dein Kalzium her? Ja, schau mal, habe ich einen absoluten Überschuss. Und auch bei Magnesium, weil viele immer sagen, du musst Magnesium nehmen zu dem Vitamin D3, ist auch absoluter Humbug laut diesem hier Test, ja. Und auch mein Bluttest ist da völlig im Rahmen. Also das fand ich schon sehr interessant, aber ansonsten hat mir das jetzt hier nicht so super viel gebracht, außer eben diese Schwermetallbelastung. Also ja, aber ich wollte das mal testen für mich. Ich fand, den Bluttest werde ich eben weitermachen, wie gesagt, weil ich eben jeden Tag, auch, jedes Jahr auch meine Werte checken lasse. Aber es ist natürlich auch nicht gut, wenn man jetzt zu viel hat. Also ich habe es mit dem Vitamin D3 ein bisschen übertrieben. Es ist halt, muss halt auch nicht sein, weil es ja auch kostspielig ist. Ne? Also da bin ich ein bisschen zurückgegangen. Und was aber ich auch interessant fand hier, was ich mal testen will, genau, zurück zu dem Haartest, ist Silizium. Da liege ich bei 7, also wirklich ein absoluter Mangel. Das möchte ich mir jetzt auch mal bei Lebenskraft pur bestellen, um da vielleicht mal zu schauen, was spüre ich da, wenn ich mein Silizium erhöhe, ne, was da passiert, weil ich da auch schon viel berichtet habe. Das werde ich mal testen und werde dir dann berichten. Ja. Das sind also meine Blutergebnisse. Ich freue mich ganz, ganz doll, dass ich das Zink hochgekriegt habe und auch das Vitamin E. Und wie gesagt, B6 werde ich jetzt noch mal ein bisschen rumexperimentieren. Und ja, das war es eigentlich so. Was sagst du zu meinen Blutwerten? Sag mir mal, und vielleicht hast du auch ein bisschen mehr Ahnung zu diesem PPM, bei diesem Haartest, dann kannst du mir da auf jeden Fall auch einen Kommentar hinterlassen, weil das würde mich auch super interessieren. Das finde ich richtig, richtig spannend. Und wenn du irgendwas davon analysieren kannst, was ich jetzt nicht analysieren konnte, weil ich bin ja auch kein Arzt, dann hinterlass mir das auch super gerne in den Kommentaren. Ja,
Das soll es auch für heute gewesen sein. Ich hoffe, dir hat dieses Video geholfen, wie meine Blutwerte und Haartestergebnisse jetzt aussehen. Ich verlinke dir natürlich den Haartest unten in der Videobeschreibung, den ich genommen habe. Wie aber gesagt, beäuge ich den kritisch, ne? Und freue ich mich ganz, ganz doll, dass du heute dabei warst, dass der Leonard so schön geschlafen hat und wir hier ein bisschen in den Austausch gehen könnten. Freue mich nochmal über deine Kommentare und wenn wir uns vor allem im nächsten Video auch ganz bald wiedersehen und sag bis dahin, das ist Rocky, deine Maria.